Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Engram-Opening von mir. Ich bin Exos und hier gibt's mal wieder, wir gehen mal ganz kurz ins Menü, wieder ein schönes Engram-Opening. Man sieht, ich habe wieder die ein oder anderen Engramme bekommen, habe sie gespart für dieses Opening. Ich habe im Tresor noch ganz, ganz wenig und auf der Post liegt auch noch das ein oder andere. Und der Meister Raoul und ich werden das jetzt öffnen. Nun, es ist so, dass ich in den Comments gelesen habe, weil ich beantworte ja sehr viel momentan noch, ist alles noch managebar, weil ja so wahnsinnig viele Comments sind es nicht, also es sind schon viele, aber ich kann sie alle noch beantworten. Und da hat jemand mal geschrieben, es wäre cool, wenn du etwas öffnest und du ein Lichtpartikel rausziehst oder eine seltsame Münze, dass du dann auf Schweizerdeutsch wechselst für einen Moment. Das ein bisschen schwierig ist, zu sagen, wie lange will ich jetzt auf Schweizerdeutsch reden, habe ich mir gedacht, ich probiere es mal so. Immer wenn ich ein Lichtpartikel oder eine Münze kriege, dass ich dann auf Schweizerdeutsch wechsle. Und wenn ich wieder eine Münze oder ein Lichtpartikel kriege, dass ich dann wieder auf Hochdeutsch wechsle. Also so, wie ich normal hier auch die Videos produziere. Und das war eigentlich die Idee. Und mal schauen, ob ich das so umsetzen kann, weil es ist ziemlich schwierig, da jedes Mal dann zu switchen. Vor allem, wenn mehrere Münzen nacheinander kommen oder Lichtpartikel. Aber wir probieren es mal. Ich versuche es mal. Ich gebe mir Mühe. Mal gucken, ob es funktioniert. Also, wir starten mit Blau natürlich. So wie immer. Und ich hoffe, dass ich direkt am Anfang viele Lichtpartikel und Münzchen raus... Oh, ja, schon Rangaufstieg. Ja, das liegt jetzt auf der Post, das, was ich gekriegt habe. Das werden wir dann nachher angucken, wenn ich da soweit bin. Ich brauche ja immer noch Lichtpartikel und Münzen, um da die Fraktion zu leveln. Also gut, so. Und ich hoffe, irgendwas rauszukriegen. Kriege ich noch? Was ist das eigentlich für ein Kopf? Achso, das ist glaube ich, ein Artefakt, was ich da gekriegt habe. Ja, dann wechseln wir jetzt zu Schweizerdeutsch. Oh, das wird ganz viel verwirren. Und dann einfach auf Schweizerdeutsch weiterzureden, ist noch recht schwierig. Ich hoffe jetzt weiterhin Lichtpartikel zu bekommen. Mann, wie heißt das auf Schweizerdeutsch? Lichtpartikel. So, da hätten wir dann schon wieder was Legendäres. Das switche ich natürlich auch, wenn ich da was Schönes, Legendäres rauskriege. Ist noch schwierig. Ist noch schwierig da zu switchen, so schnell. Was wollte ich sagen? Ah, genau. Nein, warte. Ah doch, das Dankeschön, genau, das Dankeschön baue ich jetzt gerade nicht ein, weil die einen oder anderen wissen, ich war die letzten Tage krank und aus dem Grund, oh Gott, habe ich gesagt, dass ich die Stimme ein bisschen schonen will, weil ich hoffe, ich habe es jetzt richtig gemacht und richtig gewechselt, weil ich da den Hals, will ich den Hals noch ein bisschen muss schonen, und der nicht allzu heftig sollte brauchen, weil das ist nicht so gut für den Hals, das ist wieder ein Problem und dann tönt alles wieder mega komisch. Und jetzt haben wir ein bisschen das Problem, weil ich glaube, ich wechsle nicht mehr auf Hochdeutsch, sondern bleib da noch rum, gib mir noch eins. Ein Lichtpartikel, komm, seltsame Münze, irgendetwas. Scheiße. Jetzt muss ich auf Schweizerdeutsch weiterreden. Aber das kann ich euch nicht antun, dass ich in Schweizerdeutsch weiterrede. Aus diesem Grund, weil wir jetzt eine neue Session anfangen und ich hier nicht mehr auf Hochdeutsch wechseln kann, wenn ich schon auf Schweizerdeutsch rede. Weil die meisten verstehen wirklich fast nichts. Kommt darauf an, aus welchem Bundesland ihr kommt. Je nach Bundesland, ich mache hier mal weiter auf. Je nach Bundesland, hä? Warum habe ich da nichts rausgekriegt? Klauen. Warte, da muss ich ja wechseln. Je nach Bundesland, wo man rauskommt, oh, das ist scheiße, da bekomme ich nie mehr etwas Legendäres, etwas Exotisches. Ach du Heilige. Ja gut, wir wechseln wieder, weil das ist mühsam, wenn ich da was... Hä? Jetzt, ich habe ein Durcheinander, das ist zu viel. Das ist zu viel. Also, ich probiere es nochmal. Mann, das ist anstrengend. Je nach Bundesland, wo man rauskommt, wo man wohnt, wo man rauskommt. Wo man aus dem Bundesland rauskommt? Nein, wo man geboren ist, wo man aufgewachsen ist. Die Sprache, das Hochdeutsch, das man spricht, weil je nach Bundesland ist das ja ein bisschen anders, hat man andere Ausdrucksweise und so. Versteht man das Schweizerdeutsch oder versteht man es nicht? Und zusätzlich ist es auch noch abhängig von wo der Schweizer kommt, weil bei der Schweiz ist es ja gleich, je nach Bundesland oder je nach Kanton, also in der Schweiz haben wir die Kantone, in Deutschland wären das die Bundesländer, sprechen wir Schweizer auch ein anderes Schweizerdeutsch. Also nicht alle Schweizer sprechen das gleiche Schweizerdeutsch, sondern da unterscheidet sich das Ganze auch nochmal. Ich glaube, ich habe hier wirklich nichts
nutzvolles Depoy. Nö, sieht nicht unbedingt gut aus. So, gut, ich mach's mal so. Ich schrotte das ganze Zeugs, was ich hier noch habe. Und dann hole ich die restlichen Engramme noch. Bis gleich. So, und da sind wir wieder. Also, wir machen wieder das gleiche Spiel. Ich wechsle da wieder Schweizerdeutsch, Hochdeutsch. Ich weiß nicht, ob das überhaupt amüsant ist oder nicht, aber es ist, oh Gott. Es ist sicher lustig zum Schauen, ob die Leute überhaupt verstehen, was ich sage, wenn ich da Schweizerdeutsch rede. Aber eben, wie ich es vorhin schon gesagt habe, da kommt es ganz drauf an, von wo man aus dem Bundesland kommt, je nachdem, oh Mann. Ist es halt einfacher oder schwieriger. Die Schweizer, die werden sich natürlich freuen, die verstehen jedes Wort, das ich sage, weil sie ja Schweizerdeutsch verstehen, ist ja klar. Und die Deutschen werden sich schwer tun. Und die Österreicher wahrscheinlich auch. Das nimmt mich gerade Wunder, wie es bei den Österreichern ist, ob die das vielleicht einfacher verstehen oder nicht. So, und jetzt wechsle ich natürlich wieder auf Hochdeutsch, was ich noch gesagt habe. Es nimmt mich Wunder, ob die Österreicher mich als Schweizer vielleicht sogar einfacher verstehen als die Deutschen. Das ist sicher interessant. So, wenn ich hier wieder etwas Exotisches rausziehe, werde ich da natürlich wieder wechseln. Wir machen mal alles auf, was ich habe. Ich will hier eigentlich nur die Marken haben, denn mit den Marken kann ich auch den Ruf leveln. Wie das genau funktioniert, werde ich dann zeigen in einem Video. Das muss ich aber noch vorbereiten, wie man bei den Fraktionen mit den legendären Marken Ruf levelt. Denn da gibt es eine coole Methode. Ja. Wir schauen uns ganz kurz noch alles an, was ich hier rausgekriegt habe. Automatikgewehr. Oh, mit erhöhter Zielhöhe, das ist gar nicht so schlecht. Aber ich glaube, die ist im Allgemeinen nicht so der Hit, die Waffe. Ja, ich glaube nicht wirklich. Die Fähigkeit ist eigentlich cool. Kills mit dieser Waffe gewähren kurzzeitig Boost für einen Hochgeschwindigkeitssprint. Ich weiß nicht, wie lange der Boost anhält. Wenn der Boost länger, über einen längeren Zeitraum anhält, dann macht das durchaus Sinn. Ja, so rüstungstechnisch, glaube ich, werde ich einfach alles zu schrotten. Definitiv, definitiv. Alles raus, ja. Und da können wir eigentlich auch alles kaputt machen. Das brauche ich nicht. Ah, genau, hier habe ich noch zwei Gegenstände gekriegt, als ich vorhin was geöffnet habe und nichts rausgekommen ist. Ich vermute, es lag daran, dass ich da Helm, Handschuhe, Brust und Füße aufgemacht habe und dann halt ein Artefakt rausgekriegt habe. Aber Artefakt war schon voll, also wurde es mir auf die Post geschickt. So simpel eigentlich. Tja, das werde ich alles zerschrotten. Und jetzt ist natürlich die Frage, war das überhaupt amüsant, dass ich gewechselt habe auf Schweizerdeutsch, Hochdeutsch? Vielleicht nur cool in dieser Folge. Es ist schwierig für mich zu sagen, ich weiß es ja nicht, ich weiß nicht, wie das für die deutschsprachige Community ist, wenn ich da Schweizerdeutsch rede, ob das, ja, wie das klingt, wie das überhaupt klingt, klingt sicher speziell. Ich bin da sehr gespannt auf die Rückmeldung von euch, schreibt es in die Comments, da bin ich auf die Rückmeldung vor allem angewiesen, weil ohne Rückmeldung kann ich schlussendlich nicht arbeiten sozusagen, ich weiß nicht, wie ich die Videos gestalten soll, weil ihr formt mit mir ja eigentlich die Videos, der YouTuber und die Community zusammen formen im Grunde genommen die Videos. So ist es und so sollte es auch sein. So, eben, lasst noch einen Comment da, schreibt die Meinung, wie ihr das fandet. Ich werde sicher wieder ein Engram-Opening mit dem Dankeschön. Ja, die Stimme ist noch nicht ganz okay aus diesem Grund, schone ich das noch. Ich werde in diesem Format sicher wieder was machen, aber das war jetzt mal ein kleiner Test, mal gucken, wie es ankommt. In diesem Sinne, lasst noch ein Like da, wenn das Video amüsant war, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns in einem weiteren Destiny-Video, in einem weiteren Let's Play oder in einem weiteren Livestream, denn ich bin ja auf verschiedenen Plattformen und in verschiedenen Gebieten tätig. Bis dann.